So, Freaks, ich gehe mit euch jetzt mal hier aus der vertrockneten Stelle in die noch nicht vertrocknete Stelle, die jetzt hier beginnt. Und ich nehme mal die Kamera runter. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich kann es gar nicht richtig einfangen. Sowas von... sowas von dunkelgrün. Dunkelgrün. Das kriegt die Kamera nicht drauf. Wahnsinn. Was am längsten durchhält, die Pratensis und die Festuca rubra, kommt auch ganz spät wieder zurück. Was zuerst kaputt geht, die Lolium perenne zum Beispiel, kommt auch als erstes wieder raus, wenn die Bedingungen stimmen. Also Lolium läuft ganz schnell wieder auf. Ist auch cool. Dann sagt Rufen wieder, nimm doch die Lolium. Andreas, nimm doch die Lolium. Nein, ich finde die Pratensis schöner. Und die Festuca ist auch cool. Nimm doch die Lolium. Nein, nimm doch die Lolium. Nein. So entstehen die perfekten Streifen. Yeah! So, jetzt ist der E-Flex dran. Auch wenn ich nicht gerne mit Funkorb nähe, weil der nicht so besonders gut vollgeworfen wird vom E-Flex. Ich habe die Spindeldrehzahl reduziert und seitdem, ja, der wurde noch nie so richtig gut vollgeworfen, aber seitdem wird der Funkorb noch schlechter vollgeworfen. Der einzige Nachteil, durch die Reduzierung der Spindeldrehzahl fließt das Gas nicht mehr so gut in den Funkorb rein. Ach, da seid ihr. Und egal, jetzt wird erstmal ein paar schöne Bahnen hier runtergemäht. Ja, oh, Wurmhäufchen, eieiei. Die Würmer sind auch gleich wieder da. Die Wiedergeburt der Würmer. Wahnsinn. Boah. Zack, kommen die Würmer wieder. Alles wieder da. Wochenlang kein Wurm zu sehen. Der Rasen wieder nachgewachsen ist. Das ist echt erstaunlich. Also warum Panik verfallen? Einfach ein bisschen Geduld haben, cool bleiben und dann wird die Natur das schon wieder richten. Wahnsinn. Sehr schick. Schnittgutanfall. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, das wird hier reingeworfen. Das ist schon okay, aber mehr geht auch nicht. Denn dann bleibt das Gras vorne hängen. Das liegt hier vorne an der Kante.
und kann nicht mehr nach hinten und dann ist vorbei mit Füllung. Grün sieht vielleicht wieder aus. Nein, hier ist noch nicht so gut. Hier ist noch nicht so gut. Ja, da bewährt sich die 8-Messerspindel. Da zieht er echt gut durch. Durch das hohe Gras. Absoluter Wahnsinn. Tack, 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 tack. Immer noch Steinchen drin vom Sand. Und hier ist die Fläche auch noch nicht gut. Hier ist die Fläche noch überhaupt nicht gut. Ich bin gut drauf. Ich habe gemäht. Ich mache noch das Grün zum Schluss mit dem Sportman. Und dann haben wir unseren Spaß gehabt. Die Abendstimmung ist super. Sonne lacht. Es ist doch herrlich. Guckt euch das an. Cool, oder? Grandios. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Müssen wir ein paar Mal rüber. Gut, erstmal grob einmal und dann morgen geht's weiter.